Hallo Leute, Apple hat mit iOS und iPadOS 15.2 ein neues Update für iPhone und iPad veröffentlicht. Und in diesem Video zeige ich euch wie immer alles, was ihr über das neue Update wissen müsst. Wir fangen gleich mit einer Neuerung für die iPhones 13 Pro und 13 Pro Max an. Diese iPhones können ja Makrofotos machen und seit 15.1 gibt es in den Einstellungen unter Kamera einen Schalter namens Auto-Makro. Dieser wurde jetzt in Makro-Steuerung umbenannt und ist diese Funktion eingeschaltet, wird einem hier links unten in der Kamera ein kleines Icon eingeblendet, sobald das iPhone automatisch auf den Makro-Modus umschaltet. Das Umschalten selber können wir hier sehr schön sehen. Es ist ja dann möglich, so richtig nah an die Szene ranzugehen und eben Makrofotos zu machen. Wen aber dieses automatische Umschalten gestört hat, der kann jetzt ganz einfach auf dieses Icon tippen, danach ist es durchgestrichen und danach gibt es kein automatisches Umschalten mehr. Und das merkt sich das iPhone auch. Das Icon wird ja dann trotzdem eingeblendet, wenn der Makromodus benutzt werden könnte. Diese Erkennung gibt es nach wie vor. Aber dieses automatische Umschalten erfolgt auch nur, wenn dieser Button links unten aktiviert ist. Und sowieso kann ich ja jederzeit auf das Ultraweitwinkelobjektiv manuell umschalten, denn das Ultraweitwinkelobjektiv ist ja das Objektiv, das die Makrofotos im Endeffekt macht. Im Laufe dieses Videos werdet ihr an manchen Stellen auf der rechten Seite ein iPhone mit 15.2 sehen und auf der linken Seite ein iPhone mit 15.1.1, um diverse Unterschiede besser zeigen zu können. Zum Beispiel in den Einstellungen unter Datenschutz, dass ganz unten App-Aktivität aufzeichnen in App-Datenschutzbericht umbenannt wurde und wir damit auch eine Funktion erhalten haben, die uns Apple für iOS 15 versprochen hatte. Hier wird mir zum Beispiel angezeigt, welche Apps in den letzten 7 Tagen Zugriff auf welche Daten und Sensoren hatten. Zum Beispiel für die Nachrichten-App, Kontakte, Fotos, Mikrofon. Und dann sehe ich ganz genau, an welchem Tag, zu welcher Zeit die App darauf zugegriffen hat. Zum Beispiel eine App, die dauernd auf meinen Standort zugreift. Da sehe ich dann auch ganz genau, wann das immer im Hintergrund erfolgt ist. Weiter unten unter App Netzwerkaktivität sehe ich von der App direkt kontaktierte Domains und wie oft das passiert ist. Es steht hier auch geschrieben, dass wenn mehrere Apps hier aufgelistet werden und ein und dieselbe Domain kontaktiert haben, dass diese Domain dann vielleicht die Informationen daraus zu einem Profil kombiniert haben könnte. Und so etwas Ähnliches gibt es dann noch für Websites unter Website-Netzwerkaktivität. Da sehe ich dann, welche Website wann und wie oft welche Domains kontaktiert hat. Also das wird einem jetzt hier schon relativ transparent angezeigt. Es gibt auch ein paar Veränderungen in den Einstellungen im Bereich Notruf SOS. Da wurden diese 2 Einstellungen inklusive der Erklärung verändert und es ist auch eine neue Funktion hinzugekommen. Nach wie vor ist es möglich, dass man eine der beiden Tasten links und die Taste rechts gleichzeitig gedrückt hält und dann wird ein Countdown gestartet und im Endeffekt dann ein Notruf getätigt. Neu ist jetzt, dass ich die Seitentaste rechts 5-mal schnell hintereinander drücken kann und auch dann wird ein Countdown gestartet. Und dieser zählt jetzt übrigens von 8 runter. Zuvor startete der Countdown bei 5. Wenn ich eine Mail verfasse und den Account wähle, von dem das weggeschickt werden soll, dann habe ich jetzt die ganz unten E-Mail-Adresse verbergen. Diese Funktion gibt es ja in Verbindung mit iCloud Plus. Also wenn man mindestens dieses Abo für 99 Cent im Monat mit 50 GB hat. Neu ist jetzt eben, dass ich das hier direkt in der Mail-App auswählen kann, dann wird irgendeine zufällige E-Mail-Adresse generiert. Der Empfänger sieht dann meine echte E-Mail-Adresse nicht und E-Mails, die zurückkommen, werden dann automatisch an meine echte E-Mail-Adresse weitergeleitet. Zuvor hatte ich Zugriff auf E-Mail-Adresse verbergen nur in den Einstellungen unter Apple ID bzw. iCloud, hier unter diesem Punkt, wo ich übrigens auch eine Zusammenfassung all der erstellten E-Mail-Adressen sehen kann. In Apple Music ist es jetzt in einer Playlist möglich, ganz oben einfach so nach unten zu wischen und dann wird eine Suchleiste eingeblendet. Es ist also möglich, eine Playlist jetzt direkt zu durchsuchen, wie ihr sehen könnt. Bleiben wir gleich bei Apple Music. Auf seinem letzten Event hat Apple mit Apple Music Voice ein neues Abo für Apple Music angekündigt. Das Abo kostet mit 5 Euro im Monat halb so viel wie das Standard-Abo. Auf Apple Music kann ich dabei, dann wie der Name schon sagt, nur über Sprachsteuerung bzw. über Siri zugreifen. 15.2 bringt jetzt offiziell Unterstützung für Apple Music Voice mit sich und Siri erhält damit auch diverse Anpassungen dafür. Power Reserve ist ja diese Funktion, wo das iPhone bis zu 5 Stunden nachdem der Akku des iPhones leer geworden ist, noch gewisse spezielle Funktionen zur Verfügung stellen kann. Zum Beispiel funktioniert dann noch Apple Car Key. Neu ist jetzt, dass das iPhone auch noch bis zu 5 Stunden nachdem der Akku leer geworden ist, über die Whoist-App geortet werden kann. In der Aktien-App habe ich jetzt die Möglichkeit, wenn ich den Live-Ticker einer Aktie öffne, mir den Aktienkurs seit Jahresbeginn anzeigen zu lassen. Das gab es zuvor noch nicht, wie ihr seht. Außerdem steht jetzt hier auch immer genau die entsprechende Börse und die Währung dabei. In der TV-App gab es zuvor im Bereich Jetzt ansehen hier links oben einen Button, wo man dann in den Store zum Bereich der Filme zum Beispiel kommt. Unter 15.2 gibt es das so nicht mehr, da haben wir jetzt hier unten einen neuen Button namens Store und der Bereich dahinter sieht eigentlich ähnlich aus, aber doch auch ein bisschen anders, wie ihr sehen könnt.
Wenn ihr in den Erinnerungen Tags habt und hier alle eure Tags öffnet und dann mehrere markiert und dann rechts oben auf diesen Button tippt, dann habt ihr jetzt hier neu die Option, diese markierten Tags auf einmal zu löschen. Oder aber auf der Hauptseite kann man hier einfach auf einem Tag länger draufbleiben. Ihr seht, zuvor ist da nichts passiert, jetzt kann ich einen Tag umbenennen oder löschen. Und das genau gleiche kann ich auch mit meinen Tags in der Notizen-App machen. Auch hier kann ich sie umbenennen oder löschen. In den Einstellungen unter eurer Apple-ID findet sich jetzt auch eine Funktion, die uns Apple damals für iOS 15 versprochen hatte. Unter Passwort und Sicherheit gibt es jetzt hier diesen neuen Punkt Nachlasskontakt. Wie es hier geschrieben steht, dein Nachlasskontakt ist jemand, dem du den Zugriff auf die Daten in deinem Account nach deinem Tod anvertraust. Und unter diesem Punkt kann ich dann die Nachlasskontakte verwalten. In CarPlay soll es jetzt in Apple Maps, in diversen Städten, die das unterstützen, ein detaillierteres Kartenmaterial geben. Mit iOS 15 gibt es ja diese neue Funktion geplante Übersicht in den Einstellungen unter Mitteilungen. Da gibt es jetzt unter 15.2 ein paar Designanpassungen. Unter 15.2 werden jetzt auf iPhones von Kindern, das wiederum wird über die Apple ID erkannt, beziehungsweise ob die Apple ID von Eltern verwaltet wird, da werden jetzt Fotos in iMessage auf sensitive Inhalte beziehungsweise auf Nacktfotos gescannt. Das Ganze hat jetzt aber auch noch nichts mit dieser viel diskutierten Funktion namens CSAM zu tun, wo dann die Fotomediathek gescannt werden soll. Das hier geschieht laut Apple lokal auf dem Gerät und verlässt das Gerät auch gar nicht. Kindern wird dann so ein Foto eben ausgeblendet angezeigt. Über den Button kann man sich das dann trotzdem anzeigen lassen. Das Kind kann auch entscheiden, ob es davor seine Eltern oder eine bestimmte Bezugsperson benachrichtigen möchte, und entscheidet sich das Kind dazu, sich das Foto trotzdem anzusehen, werden Eltern auch automatisch benachrichtigt. Und wie schon gesagt, mit CSAM soll das jetzt noch nichts zu tun haben, also da, wo es hier um die Erkennung von Kindesmissbrauch geht, wo die Fotomediathek gescannt und mit einer Datenbank abgeglichen werden soll und so weiter, davon habt ihr sicher schon gehört. Das wurde ja von Apple bis auf Weiteres verschoben, da bin ich sowieso auch schon sehr gespannt darauf, was da in Zukunft damit passieren wird. Außerdem gibt es das, was ich euch gerade in iMessage gezeigt habe, in einer ähnlichen Form auch in Bezug auf die Suche und auf Siri. Zwei Neuerungen gibt es auch speziell für das iPad. In den Einstellungen unter Allgemein kann ich hier unter dem Punkt Gesten einstellen, was passieren soll, wenn ich von der linken oder rechten Ecke mit dem Finger reinstreiche. Standardmäßig ist ja die Schnellnotiz hier eingerichtet, von der rechten Ecke zum Beispiel. Und da kann ich jetzt auch einstellen, dass ich über diese Wischgeste einen Screenshot mache. Aber nicht verwechseln, das kann ich auch mit dem Apple Pencil machen und dafür hier unter Apple Pencil diese Einstellungen separat vornehmen. Und in der TV-App gibt es jetzt eine Seitenleiste. Zuvor hatte das auf dem iPad wie auf dem iPhone ausgesehen, mit diesen ganzen Buttons an der unteren Kante des Displays. Mit diesem Update werden auch wie gewohnt Bugs behoben. Also das Update bringt wie immer Fehlerbehebungen mit sich, und es gilt auch wie immer, dass wenn ihr bisher Probleme hattet oder nach wie vor Probleme habt, dass dieses Update vielleicht dabei helfen könnte. Zu den Fehlerbehebungen, die Apple hier listet, gehört zum Beispiel ein Fehler in Verbindung mit Siri, wenn man VoiceOver nutzt. Es soll auch Fehlerbehebungen bezüglich CarPlay geben. Es kam vor, dass ProRAW-Fotos in Drittanbieter-Apps zuvor vielleicht überbelichtet angezeigt wurden. Gelistet wird auch ein Fehler hinsichtlich HomeKit-Automationen in Kombination mit Garagentoren, sowie auch ein Fehler hinsichtlich Kalenderereignisse in Verbindung mit Microsoft Exchange-Nutzern. Und zu guter Letzt soll auch das Video-Streaming auf iPhones der 13er-Reihe jetzt besser laufen. Ansonsten kann es natürlich auch wie immer sein, dass dieses Update diverse Optimierungen bezüglich Performance, Stabilität und Akkulaufzeit mit sich bringt. Ich kann das jetzt hier auch nicht optimal bewerten, da ich hier mit dem 13 Pro Max im Alltag ein ganz neues iPhone nutze und da eigentlich zuvor auch schon alles relativ gut lief. Ich kann mir das hier höchstens auf einem iPhone 10 ansehen und finde, dass das da eigentlich auch relativ gut läuft. Aber wir wissen ja, dass da jeder immer unterschiedliche Erfahrungen macht. Deswegen schreibt doch gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Was hat sich für euch unter iOS 15.2 verändert? Läuft irgendetwas besser, was zuvor noch nicht so gut lief? Oder ist vielleicht sogar etwas bei euch schlechter geworden? Das war dann auch schon alles, was ihr zu iOS und iPadOS 15.2 wissen müsst. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann klickt auf Abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.